Hello people, so, willkommen zurück zu Let's Play VIP Number One und jetzt werden wir dieses Level machen. So, also es gibt hier in einem Geisterhaus ein Secret Exit, da habe ich schon mal nachgeguckt. Nur damit ich das hier jetzt möglichst schnell irgendwie hinkriege, gibt es ein Secret Exit, das wir holen müssen. Und zwar brauchen wir dafür sowohl die Feder als auch die Feuerblume. So. Ja, jetzt nehmen wir den Stern. Der wird nämlich dringend benötigt. Und dann geht's hier nach oben. Und dann muss man hier mit der Feuerblume Blöcke wegmachen. Ja, scheiß drauf, ist egal. So, gut, dann haben wir hier das Secret Exit. Wow, und ich habe sogar 3 Leben gekriegt. Wow. Okay, Secret Exit haben wir. Jetzt noch das Normal Exit. So, ich habe mich nur von vornherein erkundigt, ob es hier ein Secret Exit gibt, damit es kein unnötiges Rumgesuche gibt, das dann letztendlich zu nichts führt. So. Okay. Ich kann euch ja mal zeigen, was passiert, wenn man dahin geht. Ja, dann wird man einfach wieder zurückgebeamt. So. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was muss man für das Normal Exit tun? Denn da haben wir ebenfalls so ein Mini-Rätsel, sagen wir mal so. Also, für das Normal Exit müssen wir, wenn man den Stern eingesammelt hat, hier an die Münzen springen und dann wird man hier in einen anderen Raum gewarnt, wo wir von einem fischigen Bu belästigt werden. Okay. Und wenn man hier reingeht, kommt man, glaube ich, nur in einen anderen Raum zurück. Also man muss sich das Teil schnappen. Sorry, wenn ich das Level jetzt schon kenne. Obwohl, ich habe noch nie überprüft, was hier ist. Ja, da wird man hier einfach nur wieder zurückgesetzt. Also ist der Raum eher unnötig. So, zack, zack. Gut, dann müssen wir den P-Switch dort drücken. Ja, das passiert mir immer. Es geht hier irgendwie nicht ohne Treffer. Ja, das war auch ultra intelligent von mir. Das heißt, nochmal hier rein. Zack. Yes, ich hab's geschafft. Ich bin ohne Hit durchgekommen. Juhu. Mann. Du dämliches Viech. Töte mich nicht. Ach, ich hasse Fishing Boos. Manometer. Die Klacker-Kack-Peter. So. Rein da. Mit dir. So, das Level kenne ich schon, sorry. Wie gesagt. Aber bei Geisterhäusern finde ich das ein bisschen kritisch, weil ich erstens nicht genau wissen kann, ob es hier ein Secret Exit gibt oder nicht. Und zweitens, Hilfe. Okay, wir haben jetzt schon verkackt. Weil ich habe zu lange gezögert, nachdem ich dieses Teil aufgesammelt habe. Ach, Mann. So. Jetzt kommt die ganze Prozedur nochmal. Zack. Zack. So, scheiß drauf. Ich will hier nur raus hier. So, und jetzt scheint es so, als ob wir in einem gleichen Raum sind. Wir müssen nur... Ja, hier wird man nicht zurückversetzt. So. Okay, und dann, ja, kann man ins Ziel. Das war der Normal Exit. So. Dann haben wir das Geisterhaus schon mal abgeschlossen und hier führt uns das in eine Special World, wie gesagt. So. Jetzt kommst du, Mr. Castle. Und das Castle kenne ich wiederum nicht.
Okay, sieht aber auf den ersten Blick ein bisschen gemein aus. So. Und komm her. Hoch mit dir. Gut, Geister. Ich will hier rein. Och Mann. Zack. Ach Mann. Das Level nervt mich schon wieder irgendwie so ein bisschen ab. So ein bisschen nervt das Level. Na, danke schön, dass du mir meinen Dingsbums klaust. Das finde ich sehr sozial von dir. Diebstahl ist nämlich sehr sozial. Das ist ja überhaupt nicht verboten oder so. So. Ach, jetzt müssen wir wieder den Quatsch machen. Und dann kommen wir wieder in diesen dämlichen Raum. Ja, ich sage bewusst dämlich, denn dieser Raum gefällt mir nicht. Er ist von der Idee her zwar ganz nett, aber spieltechnisch einfach gemein. Oh, ich will wissen, was da drin ist. Was links drin ist, will ich wissen, mein Gott. Mit was da drin ist, meine ich natürlich links. Das da bezieht sich auf links. Mein Gott. Und warum bist du... Mein Gott, warum hast du dich mal wieder nicht festgehalten, du Idiotenklempner? Ja, eigentlich können wir uns jetzt gleich umbringen lassen. Ja, genau deswegen. Ach, Manu. Gut, das Geisterhaus eben ging noch, aber das Level ist unnötig fies. Vielleicht hilft einfach nur genaues Aufpassen. Vielleicht ist das die richtige Strategie. So. Geschafft. Rein mit dir. Mann. So. Komm her mit deinem Apple. So. Geschafft. Okay, was ist da drin? Ein Schlüssel, hier gibt es einen Secret Exit. Auch ein Secret Exit. Also sagen wir es mal so. Es könnte natürlich wieder Verarsche sein, wie in einem zweiten Castle. Deswegen würde ich sagen, ich nehme den Schlüssel erstmal nicht mit. Ich nehme den nur mit. Falls ich jetzt beim Schaffen dieses Levels irgendwo auf ein Schlüsselloch stoßen sollte, dann nehme ich den. Wow. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier... echt ist. Scheiße! Fuck you, das ist gemein. Das ist gemein, die Stelle am Ende. Das gesamte Level ist eigentlich gemein, aber... Ach man. Ach man, Manometer.
Hilfe! Ja, irgendwie schaffe ich das dann nie durch, ohne was zu verlieren, oder? Gut, diesmal haben wir es wenigstens geschafft, ohne unser Power-Up zu verlieren. Das ist doch schon mal was. Und wehe, ihr dämlichen Geister, auf mich zu blockieren. Na geht doch. So. Okay, wir wissen nicht, ob es dann Secret Exit gibt, also lasse ich den Schlüssel, wie am Anfang gesagt, erstmal weg, meck, meck. So. So. Zack. Gut, dann nehmen wir jetzt den Midway Point mit, denn immerhin haben wir jetzt, zumindest laut dem Midway Point, die Hälfte geschafft. Ach Gott, dann gibt's noch sowas. Wo man genau aufpassen muss, wo man hinklettert, verdammt. Ja, okay. Okay, ich wollte den Treffer einfach ausnutzen, um mal ein bisschen runterzukommen. Also, hier geht der Quatsch jetzt weiter. Ich verstehe. Mann, ich hasse dich, du Pflanze. Warte, da ist das Schlüsselloch. Die Pflanze hat ein Schlüsselloch, also gibt es hier tatsächlich ein Secret Exit. Na lustig. Na lustig. Das wird ultra, ultra lustig. Ach. So. Geschafft. Mann, warum ist es hier denn rutschig? Spiel, warum ist es hier rutschig? Mein Gott. Es gibt Sachen, die muss man nicht verstehen. Zum Beispiel, warum der Bosskampf hier rutschig ist. Hier ist doch kein Eis, mein Gott. Okay, also, den haben sie auch noch modifiziert, damit er mehr aushält. So, machst du jetzt Bibibibü? Na, endlich. Ah. Okay. Welt 5? Okay. Es gibt anscheinend wieder zweimal Welt 5, aus irgendwelchen mysteriösen Gründen. Gut, ich mache jetzt... Ich würde sagen, wir machen dann zuerst das hier als Welt 5, also diese Welt 5 hier. Ah, wir müssen ja noch den Secret Exit holen. Lustig, lustig, tralalala, Secret Exit im Castle macht Spaß. Ach, himihimihimihi. Mann, das nervt! Wenn man so weit am Rand ist, dann hält der Sack sich nicht mehr fest. Deswegen bin ich auch oft gestorben, das nervt. So. Kommt her, meine lieben Geister. Ich will euch missbrauchen, um da reinzukommen. So. Gut, das heißt, wir dürfen uns jetzt mit dem Secret Exit rumplagen, bei dem wir den Midway Point nicht einsammeln dürfen und das war dämlich von mir. Mann, ach, das nervt. Mario ist zu weit am Rand und hält sich nicht fest. So. Come in, Mario, come in.
Ach Gottchen, so, jetzt müssen wir wieder zurück. Oh. Okay, ich glaube ich. Wow. Scheiß drauf, ich nehme das Ding einfach mit und durch da. Jetzt dürfen wir hier nicht sterben. Ach. Ist das spaßig. Ja, gut. So. Okay, ich bin jetzt vorsichtig. Ich habe gerade eben überlegt, ob ich vorsichtig sein soll oder ob ich einfach wild nach unten springen soll. Ich habe mich jetzt für Letzteres entschieden. Und bisher auch erfolgreich. Also, das war dieser Thwimp. Vom letzten Mal. Der mich damals noch nicht behindert hatte. Das heißt, damals, vor ein paar Minuten. Wow. Ja, Glück als Verstand, aber durchgekommen. Aha. Mit Schlüssel wird es ein bisschen schwieriger, durch die Stacheln durchzukommen. Deswegen sind die da. Die schienen mir irgendwie so unnütz, eben. Na, dankeschön, Pflanze Nummer 1. Hä? Na, ich dachte schon, warum sammelt er das Ding nicht auf? Na, geht doch. Okay, hier haben wir den blauen Switch. Gut, so, dann machen wir noch. Und dann sage ich erstmal Schluss für diesen Part. Aua, hä? Okay, das war eine dämliche Aktion. Okay, wenn man Yoshi hat, ist dieser Mannschaft eigentlich völlig überflüssig. Man hätte da eine No-Yoshi-Schild hinsetzen sollen, wenn man schon einen Mannschaft machen muss. Okay, ich glaube, ich break jetzt das gesamte Level. Ist mir aber auch Wurst. Okay, dann eben nicht. Dann muss ich jetzt ohne Yoshi durch. Ich gebe mich ja schon geschlagen mit der Breakerei. Okay, jetzt ist es aber schon vorbei. Also easy peasy. Ja, und dann noch schön mit Switch Jump, so wie das der geskillte Spieler eben so macht. So, und dann machen wir am nächsten Part mit diesem Level weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und Tschüssikowski.